Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Restaurant Tycoon. In der letzten Folge haben wir den Außenbereich gekauft. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen oder die Folgen davor. Falls nicht, schaut euch bitte die zuerst an. Sonst wisst ihr nicht, was ich hier blubbern tue. Okay, also ich starte mal da hinten jetzt hinter. Alles klar. Gut. Achso, ich muss wieder auf manuell umstellen. Ah, sag das doch gleich. Manuell. So, dann ziehen wir hier wieder die lustigen Ketten. Bin mal gespannt, wie teuer das wird. Okay. Dann brauchen wir einmal Wand. Nee, andere. So, da brauchen wir das einfach mal. Okay, die Wände kosten, so wie es aussieht, gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Habe ich im Inventar so eine Tür? Ist jetzt so? Ich glaube ja. Woll, da mal eine Tür. Pass auf, prima rein. So. Jawohl. Da müssen jetzt hier außen nur noch Stühle hin. Das sollte ich hinkriegen. Okay, da brauchen wir Tische. Viele Tische. Ich überlege gerade, wie ich die Anordnung mache. So vielleicht, dass man sich hier dran setzen kann, da oder ne, warte, das ist doch blöd. Mache ich das denn? Also ich habe halt nicht viel Platz, ne? Das ist durchaus blöd. Warte. Okay. Muss das... Ich muss die Tische so platzieren, dass man auch rundherum dran kann. Stuhl, Tisch. Wenn nicht da. Eins nach hier. So. Das sieht ja schon mal ganz, ganz super aus. Stuhl, Lücke, Stuhl, Tisch. Stuhl, Lücke, Stuhl, Tisch. Und jetzt brauche ich ganz viele Stühle.
So und so und so. Und das halbe Geld schon wieder weg. Ja, ich kann mir nichts mehr leisten. Na gut. Geld, noch mehr Geld, jawohl. Noch mehr Geld. Hier vielleicht Geld, jawohl. Also wir kommen wieder ein bisschen weit. Also weit ist jetzt vielleicht übertrieben. Stühle, das. Okay, ich brauche jetzt eigentlich nur noch 60. Hier sitzt auch direkt einer. Perfekt. Wir wollten dann ja auch noch mit Lieferung machen. Also, dass wir dann das, was man zum Liefern braucht, auch noch machen. Da muss ich erstmal überlegen, weil das würde eine Menge Geld kosten. Ja, da kann ich ja gleich mal sammeln. Da lade ich gleich nach dem Video die Videos hoch. Und sammle in der Zwischenzeit Geld. So, wir haben genug. So, und... ich überlege noch, könnten wir eventuell irgendwo noch Deko hinmachen. Deko passt hier, glaube ich, eigentlich nicht hin. Gut, hier vielleicht noch ein bisschen was, ja. Da könnte was hingehen. Da muss ich aber gucken bei Dekoration. Und Natur. Es wird da sowas hinklatschen. Da kommt das aber. Dahin. Dahin und ja. Das war's dann auch. Ich glaube, mehr Deko können wir auch so nicht machen. Doch, wir können, wir müssen noch Belichtung. Licht brauchen wir ja auch noch. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Das war mein Handy im Hintergrund. Oh. Ja, das sollte passen. Toll. Das holen wir noch. Das. Ich habe übrigens nach diesem Projekt schon ein neues Projekt. Und zwar wurde das in den Kommentaren vorgeschlagen. Und zwar der sogenannte Entensimulator, wie der Kommentarschreiber ihn genannt hatte. Ich habe das Spiel noch nicht angeguckt, aber ich werde es mal ausprobieren. Oh, da können wir, glaube ich, mal ein kleines Auge zudrücken. Oder vielleicht zwei Augen. Licht. Ah, nehme ich da die Gartenfackel? Eigentlich hätte ich gerne so eine richtige Fackel. Gibt's nicht, verdammt. Gut, dann halt Gartenleuchte. Ne, wartet, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme eine Laterne. Aha. Ich
bin gerade am Überlegen, ob wir Lieferungen doch machen. Weil wenn wir jetzt das mit Lieferungen machen, dann dauert das ja noch länger. Und ja, wir haben eigentlich genug Folgen. Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Da kommen jetzt noch draußen ein paar Lampen hin und dann wird das vielleicht die letzte Folge. Prima. Alles klar. Die Kerzen sind 1A. Naja. Hier oben liegt Geld rum. Jawohl. Damit können wir unten ein bisschen ausbauen. Wir können uns jetzt 20 Fackeln kaufen. Ich würde sagen, das reicht. Ach so, die Fackeln gehen da nicht hin. Das ist jetzt natürlich blöd. Ja gut, das ist jetzt richtig blöd, ne? Wenn das nicht geht. Aber ja, gut, kann ich jetzt leider auch nichts. Wir können auch zwischen die Laternen noch so Gartenfackeln hängen. Okay, die in der Mitte ist ein bisschen. Ah, ich würde sagen, das passt dann auch. Wir könnten noch eine Lichterkette hinmachen. Fällt mir gerade noch so ein. Aber dann haben wir hier draußen, glaube ich, getan, was man machen konnte. Mehr geht dann auch nicht. Sammeln wir das ein und hier draußen liegt jetzt nichts mehr. Aber hier drin, jawohl, Kartenzahlung. Dann mal davon. Hier drin ist aber wenig los, ne? Ich glaube, die sind alle vielleicht oben. Also hier draußen halb voll, oben vielleicht. Ne, hier oben ist ja mehr leer.
So, und schon wieder zu wenig Geld. Also hier draußen ist jetzt voll. Hier drinne geht so. Hier drin ist relativ leer. Also sind schon viele Leute da, ja, aber im Vergleich zu den Tischen und Stühlen. Hier oben, ja gut, hier oben ist ja komplette Leere. Oh, das Geld war gut. Ah, damit sollten wir jetzt auch bis zum Ende der Wand kommen. Okay, ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier noch ein paar Feuerkörbe hinstellen, also diese Feuerständer. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, da muss man dann da immer drum rumlaufen. Gut, so, wir haben dann jetzt, glaube ich, alles fertig. Wobei hier draußen, ich bin gerade am Überlegen, stelle ich hier noch was hin oder stelle ich da nichts hin? Ich würde mal sagen, ja. Ui, vom Geld her können wir uns das nicht wirklich leisten. Ich hoffe, man hat im Hintergrund gerade die Störungen nicht gehört. Falls ja, verdammt. Okay, ich würde sagen, wir stellen doch die Feuerkörbe auf. Weil ja, in der Nacht sind halt dort die... Ist halt hier der Gang dunkel. Ah, und sieht halt auch noch, hier sind halt nur Tische, ne? Und Stühle. Nichts großartig an Deko. Deswegen, da würde ich sagen, stellen wir die Feuerständer da noch hin. Ein paar. Und dann ist der Tycoon fertig, der in Wahrheit eigentlich ein Simulator ist. Aber naja. Ach nee, warte, das war doch hier bei Sonstiges. So, da mal Sonstiges und dann... Da Feuerständer. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen was. Okay, damit würde ich sagen, ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und auch dieses Video. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und ja, schreibt mal in die Kommentare Vorschläge für Videos. Und ich würde sagen... Wir sind jetzt fertig. Hier oben schön die Etage. Ja, wir sind fertig. Überall ist Deko. Hier draußen, ja gut, ist jetzt nicht allzu viel Deko, aber mir fällt jetzt auch nicht ein, was man dahin machen könnte. Hier drin. Meine Kaminecke. Ja, und ich würde sagen... Auf die Kaminecke bin ich ja wirklich extrem stolz. Das war's mit dem Projekt. Bis zum nächsten Mal und ciao.